Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich spiele jetzt das Spiel The Last of Us Remastered Version. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay. Bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist. Was? Schön, aber. Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein! Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Ihr liebt das Lied. Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Oh, jetzt sind wir in der Welt von The Last of Us. Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Ja, wenn ihr das lesen wollt, drückt einfach Pause und liest es. Ich bin zu faul dafür, um das zu lesen. Dad? Eine Infektion. Und wir wissen, was für eine Infektion da gemeint ist. Daddy? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Es ist in der Nähe. Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Was war das? Oh Gott. Dad? Dad? Was ist bloß los? Polizei wegen. Sein Telefon. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg.
Okay. Den Hund ist was zugestoßen. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Die Coopers. Was stimmt nicht mit ihnen? Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Sie will Sahne, die! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh rein. Da ist überall Blut. Ich mein's, lasst uns einfach raus. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Weißt du mir, was passiert ist? Später. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. Danke. Mir würde interessieren, ob er Untertitel gibt. Wahrscheinlich schon. Bra, Option steht ganz oben und die. Natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Was Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Anders wird kommen. Natürlich wie immer, die Grafik ist Bombe. Versuch's ja! Oh nein!
Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Oha, Alter. Zurück, kleines Mädchen, zurück. Bleib doch nicht vor mir stehen! Einfach weiter. Bist du? Bist fast da. Verdammt. Bist fast da, Kleines. Sie kommen durch den Zaun. Lauf weiter, macht, dass ihr wegkommt. Komm schon. Los. Bewegung. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Okay, einfach nur weiter. Wir sind fast da. Boah, die Grafik. Das Spiel ist so gut gemacht. Boah, er lacht hinter uns da. Helfen Sie uns! Doc. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Karma. Oh nein. Sarah. Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, du mir das nicht an. Das
Emotionale Stelle. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Auf die Fireflies. 20 Jahre später. Ich komme. Wie man sieht, ist er schon alt geworden. Aber noch in Form. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... Keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Überall wachen. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was ist das denn ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Suche das Feuer. Was das wohl zu bedeuten hat. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Nacht auf Anweisungen des städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Los.
Boden. Okay, okay, scheiße. Knack da runter. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Du kennst mich. Hat er Spritze gegeben oder so? Okay. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Ausweisung. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier los! Okay, mit L1 sprintet man. Boah. Die Luft scheint voll zu sein. Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen hier verweilen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Joa. Easy. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Für die, die es nicht wissen, Marlene ist die Anführerin der Fireflies. Und Fireflies ist sozusagen eine Terrorgruppe. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre nicht. So, unser Zeug. Okay, muss mir an die Steuerung gewöhnen. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Ja, endlich mal Waffe. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Da.
bereit? Ja, Ma'am. Na los. Boah. Sie muss ganz schön stark sein. Hallo? Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Wir müssen immer nach Munition suchen, weil es kann immer schlimmer werden. Man weiß nie, wann ein Konflikt kommen wird. Ich weiß noch nicht, wie man sich duckt. Ah, jetzt weiß ich, Kreis. Schauen wir mal rüber, vielleicht finden wir Munition. Da ist kein Eingang. Leiter. Die muss hier ja irgendwo sein. Da ist die Leiter. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Wir brauchen keine Tutorials. Wir sind die Pro-Gamer. Wir sind die übelsten Pro-Gamer. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Ja, wir haben nur 4 Munition. Was sollen wir mit den 4 Minuten machen, bitte? Wir brauchen dringend Munition. Dringend sogar. Nix. Okay. So, wie sagen wir mal. Ah, mit Dreiecke. Okay, um Waffenteile zu verbessern. Ein Firefly-Anhänger. David Michael Wiggle. Also. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte, Sporen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Okay. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße! Pass auf! Helft mir! Meine Maske ist kaputt!
Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Ja, wir müssen ihn retten. Boah. Gehen wir. Hier gibt es nichts zum Sammeln. Eins, zwei, drei. Ich sehe nur drei Infizierte. Ding. Conor McGregor, ey. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Wie geht man wieder raus, oder? Doch nicht. Okay, Munition kann man immer gebrauchen. Nachricht an Bruder. Ja, wer das lesen will, macht einfach Pause und liest es. Sie wollten in die Zone und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Boah. Oh, frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank im Schiff. Warum fragst du bitte nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Hier ist nix. Sicher den Eingang. Geht klar. Das Brett ist weg. Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay.
Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Vielleicht gibt's ja hier was. Na. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich nicht hab die Karte. Jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Guck doch nicht gleich so rum, deswegen. Tut mir leid, wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Anfassen heißt kaufen. Beruhigt die Junge. Yes. Okay. Na, wo willst du denn? Mach ihn alle! Mach schon! Mann, hau ihn mal rein! Zusammen, geht ab! Du, na los! Schlag doch her! Steh auf! Steh auf! Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Hä? Was war gerade los? Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Bei so einem Spiel checkt man direkt, wo ein Kampf stehen ist. Wenn man diese Barrieren sieht, dann weiß man direkt Bescheid. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. In Deckung! Ja, endlich mal wieder Action. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Okay. Boah. Okay, ist nicht tot. Aber jetzt. Gut gemacht, Cowboy. Ja, sicher. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Glaubt an die Fireflies. Mist, hier geht's nicht durch.
Okay, gut. Gib mir die Hand. Das Spiel ist so aufgebaut, also so wie Assassin's Creed. Entweder man schleicht sich durch oder man kämpft sich durch. Also kämpfen, da verschwendest du halt Munition, und wenn du schleichst, dann sparst du Munition und wirst nicht mal entdeckt. Also behaltest du sogar dein Leben. Hier drüben, Joel. Mehr von Roberts Leuten. Ja, weißt du, ich sehe sie. Zwei von uns hat erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Soldaten mit ungefähr 50 Minuten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an Wand und Peng. So tief. Ah, er hat Munition verloren. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Was war das bei denen? Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, er kann besser. Können sie sich nicht bewegen? Hallo? Wieso bewegen sie sich nicht weg? Was ist das für Schaß? Drin zusammen. Ich zeig's euch jetzt schon, wenn ihr angreift, dann wird ihr es hören. Doch nicht. Schauen wir uns um. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute runter? Er macht sich jetzt hin, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? 1, 2, 3. Okay, es sind nur 3 bis jetzt. Er sagt mir, dass er vor der Tür wartet.
Geht wieder auf die Klappstelle. Hä? Als ob er mir jetzt gesehen hat. Oha, er hat mich getroffen. Der Rüstzeug. No, ich habe kein Medikit mehr. Kann ich zurück da warten? Da war was zu essen. Hey! Fuck, fuck! Ja, ich hab. Hier drüben! Zwei. Boah. Verarzte dich. Das ist okay. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Gut, zu den Docks. Boah, Messer. Geht hier lang. Packen Sie. Oh mein Gott. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Eins, zwei, drei. Keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Boah, das sind echt viele. Scheiße,
Selbstmord. Wir müssen klug vorgehen. Ich versuche mein Glück lieber hier. Jetzt bewegt er sich auf einmal. Messer geht schnell, aber Messer wird, geht dann kaputt, das ist halt das Problem. Schön. Zwei. Boah. Jetzt können die kommen alle. Schlag die kaputt. Schachtliste. Wir warten jetzt nur, bis der rechts äußere ein bisschen weiter weg geht. Ja, da kommt der nächste her. Boah, das wird spaßig. Was war das? Vor ihm liegt ein Kumpel. Beruhigt.
zur Hölle steckst du? Nichts. Habt ihr was gesehen? Ich komme aus dem Schatten und töte die ganz einfach. Ich sehe dir gern zu. Mist, Herr! Hey, Mann, mach jetzt keinen Scheiß! Alter. Joel beruhigt dir ein bisschen. Elegant. Er blockiert mir halt. Komm, er ist da rein. Der blockiert mir halt. Wir haben ihn gleich. Hallo, Robert. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber... es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck!